Thema Wirtschaft mit Sigrid Flänger. Welche ist die Alternative zum heutigen Geldsystem? Regionale Währungen haben immer noch normalerweise eine Bindung zum aktuellen Geld. Das heißt, der Euro zum Regionalwährung wird 1:1 zum Beispiel verrechnet. Seit der Bankenkrise 2008 sprechen wir von einer Bankenkrise, die zu einer Finanzkrise wurde. Die Wirtschaft leidet bis heute darunter, worauf viele nach mehr Aufsicht und Kontrolle bei den Banken gerufen haben. Andere haben mehr Kaufkraft und Wirtschaftsförderung verlangt. Wieder andere hinterfragen, ob es denn vielleicht am System selbst liegt, das hier falsch organisiert ist. Unser Geldsystem habe einige grundlegende Fehler, meinen jene, die sich daran wagen, Alternativen anzudenken. Jutta Wieser über Fehler und Lösungen im Geldsystem. Die Wirtschaft muss wachsen. Darin sind sich Regierungen und Politiker weltweit einig. Und sie haben auch gute Gründe dafür. Von China bis Italien, von den USA bis Südafrika. Ohne Wirtschaftswachstum steigt die Arbeitslosigkeit. Sozialsysteme würden kollabieren und die Schulden könnten nicht mehr abbezahlt werden. Und genau hier setzt die Kritik der Südtiroler Gruppe Human Economy an. Die Wirtschaft basiert auf einem Geldsystem, das davon ausgeht, dass Geld Schuld ist, erklärt der Brixner Paul Kircher. Das heißt, Sie gehen als Privatperson, als Unternehmen zur Bank hin, wollen zum Beispiel 100.000 Euro und dieses Geld war vorher in der Bank nicht drin und die Bank realisiert dieses Geld neu als einen Buchungssatz, Forderung an Verbindlichkeit. Aktiv- und Passivseite der Bilanz dann bleibt gleich, aber es ist eine sogenannte Bilanzverlängerung. Und auf dieses Geld, im Prinzip dann 95% des Geldes, wird so erzeugt, müssen dann Zinsen drauf bezahlt werden. Das ist eigentlich ein Tausch von Schuldscheinen, ein Schuldschein von unserer Seite, vom Kreditnehmer, der mit einer realen Garantie gedeckt ist und auf der anderen Seite ein Schuldschein, denn Geld ist nichts anderes als ein Schuldschein, der aber keine Deckung hat. Die Deckung geben wir. Und für eigentlich eine Nummer oder für einen Betrag, der nicht nur ein Computer ist, werden dann reale Güter von der Realwirtschaft als Deckung hergenommen. Als das Geld noch in harter Währung, also in Münzenform, in Silber und Gold im Umlauf war, war es gefährlich, damit Geschäfte zu machen. Denn wenn es geraubt wurde, war es weg. Goldschmiede besaßen ein sicheres Depot und so hinterlegte man bei Goldschmieden sein Gold und andere Wertgegenstände und bekam dafür einen Depot- oder Schuldschein. Aus praktischen Gründen wurde am Markt nur mehr der Depotschein gewechselt. Die Goldschmiede erkannten aber recht schnell, dass durchschnittlich nur mehr 10% der Besitzer ihr Gold effektiv wieder abholten. Der Rest blieb im Tresor, denn es wechselten nur die Briefe den Besitzer. So haben sie angefangen, viele ungedeckte Depotscheine auszustellen und diese mit Zinsen an andere Kunden zu verleihen. Das Prinzip der Mindestreserve und das Schöpfen von Geld aus dem Nichts war somit erfunden. Dieses System hat sich heute verfeinert, indem teilweise nicht mehr Geldscheine, sondern nur Zahlen am Computer verschoben werden. Aber damit haben die Banken Zugriff auf reale Güter. Die Bank hat dann in einem möglichen Fall, wo dieses Chiralgeld, das eigentlich gar kein legitimes Zahlungsmittel ist, also wirklich gesetzlich, wird dann das reale Gut, das heißt die Wohnung, das Auto, die Firma, Staatsbesitz und so weiter eingezogen von Seiten der Banken als Pfändung. Das ist so zu verstehen grundsätzlich mal, wie Geldsystem funktioniert. Wenn man dieses Chaos im Prinzip mal durchblickt hat, dann kommt man auch zum Schluss, dass dieses Geldsystem so eigentlich nicht funktionieren kann. Noch nie war so viel Geld im Umlauf wie derzeit. Und zwar, weil das Geld nicht über eine Zentralbank ausgegeben wird, sondern über die vielen, vielen Privatbanken. Das Geld, das wir beim Kredit erhalten, ist ein neues Geld. Dieses Geld war gar nicht vorhanden. Um das kurz zu erklären, wenn eine Bank, angenommen 1 Million Euro, als Einlagen hatte, in irgendeiner Art und Weise, und die dann als Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegt, dann kann eine Bank mit 1 Million Euro 100 Millionen Euro neu schöpfen, aus dem Nichts, eine Privatbank. Und das ist das Absurde in dem System, dass wir eigentlich es gar nicht wissen, dass eigentlich nicht der Zentralbank das Geld erschafft, das wir benutzen, sondern wirklich jede kleine Geschäftsbank auch das macht. Es geht dabei nicht um die Frage, ob das Geld auch real vorhanden sei, sondern es geht darum, wer effektiv hat die Kompetenz, Geld zu schöpfen, ex novo,
ist es die Zentralbank, also eine staatliche Organisation, wobei auch hier nochmal Klammer auf, Klammer zu, alle Staatsbanken bis auf sehr wenige sind private Banken, auch die Banca d'Italia ist nie keine Staats, gehört nicht dem Staat, gehört nicht uns, sondern gehört privaten Banken. Sie ist zwar eine Bank öffentlichen Rechts, die Fed, die Federal Reserve, ist eine private Bank, das heißt der Dollar wird von privaten Personen, müsste man sagen, denn dahinter sind ja dann auch wieder Personen, von privaten Institutionen realisiert oder geschöpft. Banken erschaffen immer nur das Geld für das Kapital, aber nie das Geld, das es bräuchte, um die Zinsen und Zinseszinsen, also die Kapitalkosten, zu bezahlen. Es entsteht auf dem Finanzmarkt ein knallharter Konkurrenzkampf um eine nicht ausreichende Geldmenge. Und da das Geld eine Schuld ist und auf alles Geld irgendjemand Zinsen bezahlen muss, steigt die Gesamtschuld automatisch und exponentiell. Jeder von uns bezahlt ja, wenn er ein Produkt kauft, 30% Zinsen indirekt mit. Kaufen jetzt einen oder bezahlen einen Kaffee. Bei dem Kaffee bezahlen Sie 30 Cent durchschnittlich, einige besprechen auch von 40 Cent, für die Zinszahlungen. Wo kommen die her? Ein Unternehmen zum Beispiel, die Bar hat ja einen Kredit aufgenommen, um die Einrichtung zu machen. Der Kaffeeröster hat ebenso Kredite laufen, denn alles Geld ist ja ein Kredit. Die Arbeiter vielleicht haben auch noch selbst noch Kredite, die zurückzahlen müssen und so weiter. Das kommen, wenn man diese ganzen Zinszahlungen zusammenzählt, und die werden dann von den Unternehmen eingepreist in das Produkt. Für den Unternehmen ist das ja ein Kostenpunkt und dementsprechend steigt der Preis bis mindestens 30%. Über die Zinsen gibt es also eine Umverteilung des Vermögens von fleißig nach reich. Wäre dies nicht der Fall, würde der Kaffee nur 70 Cent kosten. Das ist natürlich bei allen anderen Produkten genauso. Wenn wir zum Beispiel den Immobilienmarkt hernehmen, eine Immobilie hat sehr viel Kapital gebunden und dementsprechend sind die Zinssätze, die integriert sind im Kauf von der Immobilie, sehr hoch. Laut einem deutschen Ökonom, der das sehr kapillar aufgerechnet und aufgeschlüsselt hat, laut offiziellen Statistiken sind in den Wohnungspreisen 70% an Zinsen drin. Das heißt, eine Wohnung, die bei uns zum Beispiel 300.000 Euro kostet, würde in einem neuen Geldsystem 100.000 Euro kosten. 300 Staatspleiten in den letzten 200 Jahren bestätigen die Theorie, dass dieses Geldsystem zum Versagen vorherbestimmt ist. Deswegen fordert die Gruppe von Human Economy, dieses System zu analysieren und von der Symptombehandlung zur Ursachenbekämpfung zu gelangen. Mögliche Alternativen will die Gruppe Human Economy bei einem Kongress Ende November aufzeigen. Ein erster möglicher Schritt ist, weg vom Giralgeld bzw. vom undemokratischen Blasengeld hin zum Vollgeld. Paul Kircher. Und der Weg der Vollgeldinitiative besteht darin, dieses Geldschöpfungsrecht, das wirklich sehr elementar und sehr grundlegend ist, wieder in die Hände der Bevölkerung, das heißt des Staates, zu bringen, um dementsprechend auch eine andere Kontrolle zu haben. Denn klarerweise, was passiert, wenn jetzt eine Ausuferung der Geldmenge passiert, wie es ja in sehr vielen in diesen Wirtschaftszyklen passiert, wenn klar große Kredite gefragt werden, dann kann die Zentralbank ja gar nicht mehr intervenieren. Sie kann zwar den Leitzinssatz etwas verschieben, aber der hat nur eine kleine Auswirkung auf die Kreditvergabe der Privatbanken. Das heißt, die Privatbanken können entscheiden, wie viel Geld in Umlauf ist und wie groß dementsprechend auch die eventuelle Inflation und so weiter dann ist. Also das heißt, wir haben hier eine komplette Vermischung von Kompetenzen und von rechtlichen Grundlagen. Der zweite Schritt wäre, weg von der globalen Finanzspekulation hin zu einem neuen Geldsystem, wie zum Beispiel den Regionalwährungen. Bei den Regionalwährungen haben immer noch normalerweise eine Bindung zum aktuellen Geld. Das heißt, der Euro zum Regionalwährung wird 1:1 zum Beispiel verrechnet. Aber wir haben einen Vorteil, denn dieses regionale Geld kursiert vorwiegend in der regionalen Zone. Dadurch haben wir eine Wertschöpfung in der Region und wir haben effektiv über eine Regionalwährung auch eine sogenannte Krisenabsicherung. Dann sollte wirklich eine Währung wie der Euro und der Dollar aus irgendeinem Grund crashen, was ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dann wäre so eine Regionalwährung für die Übergangszeit bis zur neuen Währung eine sehr gute Lösung. Wer glaubt, unendliches Wachstum in einer endlichen Welt sei möglich, sagte der Ökonom Kenneth Boulding, ist entweder verrückt oder Wirtschaftswissenschaftler. Der Wiener Wirtschaftsprofessor für Rechnungswesen Franz Hörmann hat dazu andere Ansichten. Er schreibt in seinem Buch Das Ende des Geldes:
Die Erzeugung von Geld ist zugleich eine Erzeugung von Schuld. Ihre Rückzahlung daher stets eine Geldvernichtung. Hörmann hat ein eigenes Geldsystem entwickelt. Das basiert auf dem sogenannten Feilung-System, das in China über 10.000 Jahre funktioniert hat. Das ist eigentlich gar kein Geld mehr. Da haben wir eigentlich nur eine Verrechnungseinheit. Und das Spannende an diesem System ist, dass wir eigentlich den Tausch überbrücken und zur Kooperation hinkommen. Denn es würde dann nicht mehr ein Individualvertrag, ein bilateraler Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer stattfinden, sondern es gibt immer nur Leistungen, die wir zur Gesellschaft hinbringen. Und die Gesellschaft schöpft im Prinzip das persönliche Geld. Und dadurch haben wir keine Umverteilung mehr. Ein Käufer akzeptiert sozusagen das Produkt und auch den Preis. Und in dem Moment wird dann einfach Geld vom Nichts wirklich wieder geschöpft und auch wieder vernichtet in dem Moment, sobald es dann ausgegeben wird. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit der Inflation. Das heißt, wie im chinesischen Feilun-System kann jeder bei jedem anschreiben lassen und zahlt seine Schulden durch Gegenleistungen oder Aufrechnung. Aber das Besondere ist, dass Hörmann sowie einige andere Wissenschaftler davon ausgeht, dass die Schwarmintelligenz höher ist als jede Expertenintelligenz und Kooperation der einzige Weg aus der Krise ist. Professor Franz Hörmann wird noch in dieser Woche bei der Tagung von Human Economy Gastredner sein und über dieses Informationsgeld referieren. Außerdem spricht Tobias Blettenbacher zum Thema regionale Währungen, Eigeninitiative statt Wirtschaftskrise. Und Galès Gagneux wird zum Vollgeld referieren. Der genaue Termin, es ist der Freitag dieser Woche. Die Tagung, die Geldordnung und die Lösung der Krise findet also am 27. November in der Eurak in Bozen statt. Das war Thema Wirtschaft. Mit dem Team waren heute Christine Helfer und Jutta Wieser. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sigrid Flänger.